wenn die Leute erleben würden, wie tatsächlich im redaktionellen Alltag so ein, jetzt sage ich mal, Hochglanzprodukt wie das Heute-Journal entsteht. Da sind lauter Typen in Jeans und Shirts und manche ziehen einen Sakko an und manche nicht. Und die reden sich die Köpfe heiß und beschimpfen sich gegenseitig, weil der andere die Story wichtiger findet als jene, die ich wichtiger finde. Und wir haben einen absolut chaotischen Diskurs den ganzen Tag. Und wir wundern uns immer wieder, dass aus diesem ganzen Chaos dann am Ende eine Sendung rauskommt, hinter der wir aber stehen. Da hat uns niemand angerufen und Anweisungen erteilt. Das würde den Job manchmal ganz schön einfach machen. Sondern wir haben darum gerungen, das ist das, was wir heute sagen wollten. Das ist das, was wir hingekriegt haben mit unseren Fähigkeiten, die gut, aber auch wieder limitiert sind. Und das ist unser Angebot. Das können Sie jetzt toll finden oder nicht so toll, aber hier hat niemand was gefaked. Hier hat niemand auch nur eine Chance gehabt, irgendwas da rein zu jubeln, woran die Redaktion nicht glaubt.